Moin Leute, willkommen hier zum neuen New Super Mario Bros. Wii Stream. Wir sind heute hier in Welt 4 und ich trinke hier erstmal einen Joghurt-Drink. Also heute mal keine Apfelschorle am Start, Leute. Willkommen, hallo erstmal an Paul, Gamer, Toad, Tobi, Paul, Offs, Aaron, Fitendo, Dennis, X2, It's Mad, Moin, Unge und Nintendo-Fan, guten Tag an dich. Diecom.de, moin Steffen, moin, guten Tag, erstmal hier, Freestyle-Flöte, guten Tag, so. Einen Joghurt-Drink hier am Start mit Banane, Dominik, Jannis, 6IX9INE, moin, Spassi Gaming, moin, Alpha64 Water Games, ja, moin, erstmal so, Leute, so, ich spiele immer noch mit derselben Wii-Verbindung, die seit dem letzten Stream sagt, der Akku ist fast leer und der geht immer noch, also, mal Skiller, ja, guten Tag. Amina, hallo. Sinnoh Games 91, guten Tag. So, oder rechts unten bin da ich, ja. So spät noch, ja, heute mal um die Zeit, ist ja ganz entspannt. Hallo Nils, guten Tag. So, Leute, wir sind jetzt hier in meiner Lieblingswelt. Welt 4, never. Also, die Welt ist sehr belastend. Kommentar, guten Tag. Kiway, hi. Und Arthur, guten Tag. Oh Gott. Hi, hallo Mario. Und nur da ist eine Oberzicke da unten. Die finde ich so geil. Hi, geh weg. Junge, lass mich in Ruhe. Julia, moin. Ipangames ist auch am Start. Water Games ist am Start. Ja, das geht ja schon mal gut los hier. Euer Paradies ist am Start. Leute, willkommen. So, ich habe wieder sehr. Ja, Fernbedienung seit letzten Stream leer anscheinend. Aber geht immer noch. Also mal gucken. Hä? War da nicht gerade ein Gegner? Okay, jetzt sind wir also im Level drin. Okay, auch gut. Haven 9, willkommen hier im Stream. Und GZ Fight. Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Was ist denn mit dem Abo-Count, der passiert? Ich habe gerade 6 Abonnenten in einer Sekunde verloren. Also, das ist auch das ist eine gute Leistung auf jeden Fall. Also, das muss einfach jemand nachmachen. Alle hassen mich, ey, es ist nicht zu wollen, ey. Also es ist, der Paul sagt's gerade, also das ist... Pff, ist auch immer eine Leiste, muss man erstmal schaffen, also... Ab und zu hau ich halt hier auch die krassen Sachen raus und... Happy New Year auf jeden Fall, Leute. Das ist der erste Stream hier in 2019. Seid ihr alle gut reingerutscht, ich hoffe es mal für euch. Fröhliche Weihnachten auf jeden Fall. Das waren Safety Bots von dir. Was für Bots, Alter. Oh, da kommt wieder. Jetzt ist schon wieder besser. Ist los. Die kommen wieder rein. Bots, bitte abonniert mich wieder. Dieser Abo-Count ist immer so amüsant. Das ist richtig geil mit dem. Da sieht man immer richtig gut den Betrug, Alter. Der Paul ist wieder VIP hier. Paul, danke. Da ist er wieder VIP. Das ist jetzt kein Überraschung für mich, aber ich wusste schon, dass er die gekauft hat, die Karte. Auf jeden Fall danke an dich, Bruder. Hast du gut gemacht. Ich bin... ausgerutscht. Oh, das ist belastend. Danke an Paul fürs VIP-Werden. Erstmal einen Schluck Joghurt-Drink. Okay, wurden 2 Schlucke. Tut mir leid. Auf seinen Nacken. Willkommen im Club schon wieder. Genau, Paul, danke. Da eskaliert der Toadie. Pius, ich bin traurig. Warum, Yoshi-Fan? Was ist los? Ist alles schön? Toad eskaliert und wir machen weiter. In meiner Lieblingswelt. Also ich bin hier froh, wenn ich jetzt hier weg bin. Ne? Ganz ehrlich. Jetzt kann der Paul auch wieder seine VIP-Emotes hier machen und sich richtig krass fühlen. Wir haben jetzt übrigens 2 neue VIP-Emotes. Und zwar einmal den Toad-Dab und dann einmal den fragenden Toadie, der sich denkt, WTF, Bruder, was machst du da? Und Gamer Noah, willkommen im Stream. So, wie gesagt, meine Lieblingswelt. Ich bin froh, wenn ich hier weg bin. Also, ganz ehrlich. Ich kenne die Level absolut nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was es hier so für Level gibt. Deswegen ist das halt fast blind. Ich habe nur bis dieser Welt überhaupt mal gespielt. Und das ist schon einige Jahre her, wo ich das Spiel zuletzt gespielt habe. Und da habe ich nur bis Welt 4 gespielt. Also von daher ist das jetzt hier alles blind für mich. Ich hasse diese Fische, ja. Ich auch. Gott, ich muss einmal drauf klarkommen. Jetzt können wir ein bisschen besser schwimmen, Leute. Mit dem guten Pinguin. Vielleicht filmen wir da oben eine Star-Coin. Vielleicht da oben. Ja, moin. Oh. Na gut, den habe ich schon. Ach, warte mal.
Nein, ich wollte da raufspringen. Oh, ich bin so wieder inkompetent. Oh, jetzt ist er kaputt. Oh, belastend. Aber immer der Pinguin kommt zu mir. Die Bestrafung wird sein, dass du 100% machst. Nee, ich habe schon eine andere Bestrafung. Aber noch haben wir ja 7 Leben, also noch nichts mit Game Over. Als ob. Ich hoffe, dazu kommt es auch nicht. Gefühlt habe ich dieselbe schon mal gespielt. Ja gut, habe ich vielleicht auch, aber... keine Ahnung. Ja gut, die Level sehen hier alle gleich aus. Da liegt es eher. In Welt 1 gab es ja auch schon so ein Level. Und es waren alles relativ belastende Level, Leute. Ihr habt alle schon Like da geflogen. Like da gelassen. Alter, ich lasse gleich ein Dislike da. Ich muss los. Alter, mit wie viel will ich hier spielen? Ne? Das ist halt wirklich Handkrebs in meiner Hand. Also normalerweise hat meine Hand besser Sachen in der Hand als... eine Wii-Fernbedienung, das kann man mal so stehen lassen. Oh, ich krieg hier so einen Hals. Ich lese euch euren Chat, Leute. Bin gleich soweit. Ich muss auf jeden Fall los. Wohin? Fragt ihn wo. Ah, das sieht gut aus. Ja. Hä? Habe ich dieses Level nicht wirklich schon gemacht? Ich könnte schwören, das haben wir... Das haben wir im letzten Stream gemacht. Pius minus 2 disliked den eigenen Stream. Ja, man kennt. Was ist denn die Bestrafung? Die würde ich verraten, falls ich Game Over gehe, mein Lieber. Mit dem Skill wirst du noch heute Game Over. Nee, ich habe das Level schon gemacht. Und ich denke mir gerade so, hä, Bruder, irgendwie kommt mir das so bekannt vor, wie ich das Spiel nie durchgespielt habe. Und ich habe dieses Level schon gespielt. Also als ob... ich schaffe, zweimal dasselbe Level zu spielen und kein einziges Mal irgendeine Starcoin einzusammeln. Das muss man erstmal schaffen. BLW Lenlen. Willkommen im Stream. Okay, dann pro Welt auch von mir ein Euro. Oh, gibt's wieder hier Welten? Euro-Wetten, ey. Pius, erstens bin leider kein Toad. Zweitens, wie findest du den Ü-Ei-Song? Oh, den muss ich auch noch hören. Ich habe das ganz vergessen. Pius, bin wegen deinem Mauerparty-Song auf dich gekommen. Das ist geil. Auf jeden Fall willkommen hier bei den Toads. Hi, bin auch am Start. Hat Internetprobleme. Das ist ja super, dass du jetzt da bist. Hey, Leute. Wenn wir auf Pius letztes Video 1 Million Likes haben, dann zeigt er sich auf YouTube. Genau. Chris, erstmal wollen an dich. Zockst heute noch zu Ende. Mal gucken, wie weit wir kommen, Leute. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall bin ich sehr intelligent heute am Start. Jetzt sind wir also wieder hier. Also die letzten 7 Minuten habt ihr nichts verpasst, Leute. Also... wir sind an derselben Stelle wie vor 7 Minuten, das ist ja geil. Es ist doch nicht wahr hier, ey. Zum Glück bringt das hier Wissens kein Tod, also... das ist ja nicht wahr jetzt, ne? Jetzt darf ich Wissens vorbei, ich würde mal sagen, wir gehen mal nach links. Ja, geh halt nach links! Mario, ey. Ich glaube, mich trifft ein Elch, das glaube ich auch. Meine Uroma ist gestorben. Oh, das tut mir leid. Mein Lieber, das tut mir leid. Bitte sei jetzt nicht so negativ hier. Ich versuche hier mit Freude dieses Spiel zu spielen. Ja, aber in dieser Welt habe ich keine... wow. In dieser Welt habe ich keine Freude. Pius nur 2 Oberzirkel. Ja, das ist alles belastend hier. Und Jeremy 2.0. Moin an dich. Willkommen im Stream. Eine Starcoin. Die gönnen wir uns. Komm, Leute, das schaffen wir. Glaub an mich. Gibt es hier noch irgendwo ein Item? Hoho. Pilzi! Pilzi! Alles wird gut, Süßer. Ich glaube an dich. Oder auch nicht. Also diese Fische, ne, die regen mich voll auf hier. Die sollen mal lieber mein Iglo-Fischstäbchen werden, anstatt jetzt hier irgendeinen Stress zu machen. Finde ich in Ordnung. Ich bekomme irgendwie wieder Lust auf das Spiel. Spielen ja ich auch. Deswegen habe ich es ja gemacht. Gerade als Abwechslung zu New Super Mario Bros. U, was da demnächst rauskommt, dachte ich mir so, das ist eine nette Abwechslung, den Wii-Teil zu spielen. Und deswegen machen wir das auch. Geil, eine Starcoin. Ich bin so gut. Oder auch nicht. Ich stelle mich hier wieder an. Ne? Ich bin ein bisschen aus der Übung. Obwohl, ich war ja nie in Übung. Ich war noch nie gut in diesem Spiel. Höchstens in New Super Mario Bros. DS. Das habe ich intensiv ein paar Mal durchgespielt. Famos. Oh, bitte hört auf mit Famos. Ich verstehe diesen Insider nicht. Wow, ich muss los.
Jemand wäre famos, Alter. Ich gebe euch gleich famos. Und zwar Warners. So, Iglo-Fische kommt alle zu mir. Runter. Gönn dir, Mario. Alter, alle drei Starcoins. Ich bin einfach der Beste. Wie keiner vor mir war. Instant treffen lassen. Piu, Bius, ich mag deine Videos. Dankeschön, Paul. Daumen hoch, das sehe ich auch so. Dcom.de, bitte nicht so Emojis spammen, die absolut keinen Sinn ergeben. Dankeschön. So, wir sind jetzt im Tower, Leute. Famos Jugendwort des Jahres 2019, das glaube ich nicht. Pius, du musst mich jetzt nicht mehr auf deutsche Türken ansprechen, weil du ja jetzt meinen Namen weißt. Aber die anderen wissen es nicht, deswegen. Nenn dich entweder um oder ich bleib, sag so das weiterhin. Weil es geht ja darum, bei der Namens... Ja, da hätte ich jetzt rein können. Nach rechts. Es geht ja darum, bei der Namensansprache, dass ich euch so nenne, wie ihr im Namen, also wie ihr heißt. Damit halt auch die Zuschauer wissen, wer gemeint ist. Das ist ja der Sinn. Mehr oder weniger. Wow, ich bin Mario, macht hier richtig geile Fortnite-Tänze. Der Wirbler, wer kennt ihn nicht? Pikachu LP, moin. Was für ein nächstes Spiel soll es... Was für ein nächstes Toad-Spiel soll es geben? Also, in Captain Toad 2 hätte ich nichts gegen. Alter, was habe ich heute getrunken, ey? Dieser Joghurt-Drink, der gibt mir nicht die Power, die ich erwartet habe. Das gebe ich zur Anzeige. Du Speedrunner, ja, ich bin der beste Speedrunner Deutschlands. Die Wii-Version ist wenigstens nicht so leicht wie die Wii U-Version. Das stimmt, Florian, da hast du recht. So, jetzt bitte mal das Item hier. Magst du Katzen? Ja, Katzen sind toll. Jo, ich würde sagen, es läuft ganz gut eigentlich. Hey Pius, bin seit langem mal wieder bei einem Stream dabei. Das freut mich, Jonathan. Moin an dich, guten Abend hier. Freue mich, dass du am Start bist. Ja, läuft optimal. So, jetzt, das hier, was? Wir sind ganz entspannt. So. So nicht anders, Leute. Und Tim, guten Abend. Guten Abend, moin. Game over, gleich 5 Euro. Nee, da muss ich eine Strafe machen. Also die 5 Euro kannst du stecken lassen, die brauche ich nicht. Und wir gehen bestimmt nicht Game Over, Leute. Zumindest nicht in diesem Level. Mal gucken, ob wir das bis zu Welt 8, bis zum Bowser-Kampf schaffen oder nicht. Ich hoffe es. Sonst bin ich ehrenlos. Da geht er jetzt ran, ne? Oh, Eisblume. Komm ran, Baby. Leute, hier läuft es in dem Level. Ganz gut. Ich wollte gerade einen Weitsprung machen, den gibt's hier gar nicht. Moin, Nintendo Let's Play NLP. Grüß dich auch. Es gibt einen YouTuber, der hat seine Katze umgebracht mit einem Kochlöffel. WTF. Hab nur noch 10 Euro Guthaben. Oha, das behalt lieber fürs VIP-Abo, damit du hier 3 weitere Monate krasser Dude sein kannst. Ich brauch die Münzen. Obwohl, eigentlich brauche ich sie nicht. Ja, eigentlich ist mir völlig egal. Mario muss einfach nur los. Und zwar zum Boss. Geh da jetzt mal rein, ey. 5 Euro pro Game Over für uns. Ach so, ich soll 5 Euro geben. Nee, nee, nee. So erst recht nicht. Nee, nee, nee. Halt. Stopp. Oh, bitte hör auf. Was ist da irgendwas drin? Nö. Nur Scheiße. Okay, passt. Oh, Mario, wir sind die Besten. Oder auch nicht. Warum kommt jetzt nur so ein großer Kram raus? Alter, ich komm da nicht durch. Jetzt endlich. Ja, geht doch. Ich will, dass der Wii-Teil auf die Switch geportet wird, so wie der Wii U-Titel. Ja, wäre keine schlechte Idee. Ist halt ein YouTuber drauf für ihr Gitterkanal. Ja gut, dann schaue ich mir jetzt lieber nicht an.
Ich würde NSMBU Deluxe viel geiler finden, wenn die Wii-Version auch dabei wäre. Ja, einfach alle Teile, die es gibt. Also DS, Wii, 3DS, Maxi, S. Moin. Hallo Maxi. So, was geht jetzt hier ab? Oh, ich will nicht. Ich will nicht sterben. Ja, das habe ich sehr gut eingehalten. Nein, kein Famos. Alles Scheiße. Jetzt bin ich wieder klein. Das gefällt mir nicht. Beste Leben, nein. Eben nicht. Ja, jetzt ist das alles ein bisschen belastend hier. Barrymore, grüß dich. So, jetzt brauchen wir mal ein bisschen die roten Münzen. Damit wir hier ein krasses Item kriegen. Lol. Oh, ich bin hier der Feuerblumentransporter. Auf zum nächsten Megis. Ja, sieht ganz geil aus. Ich glaube, das hat bisher auch noch keiner geschafft, oder? Sehe ich zumindest zum ersten Mal. Was ist, wenn ich jetzt sie werfe, den Block? Ist das so realistisch, dass die Feuerblume denn auf dem Block bleibt und mit dem Block nach unten fällt? Oder was passiert damit? Ich bin jetzt gespannt. Okay, sie landet auf mir und der Block fliegt alleine weg. Alles klar. Dann halt so. Fuse, wieso ist Gamertot kein Moderator? Er ist ja immer dabei. Ja, Gamertot, du kannst tatsächlich mal Moderator werden, da hast du recht. Ich finde es krass, dass Wirbitz oder. Ja, das ist ja krass. Ja, Wirbitz wird aber von Bowser auf die ganze Zeit gepusht. Und geteilt und. So und was. Also von daher. Und CTV, dir macht Hacks. Also Mario Odyssey Hacks. Und da schauen auch internationale Zuschauer da mit. Also auch Amerikaner und sonstige, weil halt es nicht so viele Odyssey-Hacker gibt, das ist ja irgendwie klar. So, können wir es bitte endlich mal schaffen jetzt hier. Dankeschön. So. Ich verstehe diesen Insider auch nicht. Ich höre überall nur noch dieses Famos. Ja, ist halt einfach so. Das stimmt. Alter, ich pass auf, ne? Oh, ich will nicht. Okay, gut überlebt. So, wo ist jetzt Bowser? Bowser Baby, komm her. Kannst du mal ein Odyssey Speedrun machen? Ja, kann man mal wieder machen. Ich glaube, nee, bisher hatte ich gar keinen. Ich habe bisher immer nur diese Challenge gemacht mit drei Leben durch. Ach Gott, ja, hallo Nico. Moin Nico, siehst du, jetzt kannst du mal gucken, wie hier ein guter Stream läuft. Nico kennt ihn nämlich mit guten Livestreams nicht so ganz aus. Deswegen, du bist nicht blind. Blind heißt hier blind spielen. Also spielen, ohne das Spiel wirklich durchgespielt zu haben. Das ist damit gemeint. Nicht verbunden mit kein. Also, damit ist nicht gemeint, dass ich nichts sehe, sondern dass ich es zum ersten Mal durchspiele. Ne? Das ist damit gemeint. Ist ein gängiger Begriff in der Nintendo-Szene. Aber das habe ich schon mal probiert. Bin scheiße in Odyssey. Pius, wenn Gamertot Mod wird, will ich auch. Lel. Ja, ihr wollt alle Mod werden hier. Ich merke das schon. I speak English. Ja, welcome hier. Hey Nico. Ja, stolz Türkin. Erstmal den Nico grüßen, wie man kennt. Ich spreche Deutsch. Du sprichst Deutsch. Oha. Jan Titi. Moin. Guten Tag. So, Leute. Ich bin hier bald durch. Hoffentlich. Ich möchte raus hier. Ja, bitte. Kannst du mal sagen, ob es sich lohnt, wie in 2019 zu spielen? Erstmal willkommen an Toad. Und ich spiele selber gerade ein Wii-Spiel, von daher. Das heißt lohnen, wenn du das Spiel spielen willst, dann spielst. Also du wirst durch dieses Spiel im Leben nichts mehr erreichen als zuvor. Also lohnen ist Ansichtssache. Es lohnt sich auch nicht, Splatoon 2 zu spielen. Weil schlussendlich hast du nichts davon. Okay, außer vielleicht ein bisschen Spaß, aber Spaß kannst du mit jedem Game haben. Deswegen ist diese Frage, ob es sich lohnt, eine sehr belastende Antwort. Guten Abend, Nintendo X2. Moin. Und Philipp, auch willkommen an dich. Hallo, Toadies. Der Pupsi Fuck X. Was ist das für ein Name, Alter? Moin. Wieso spielst du nicht mal was Vernünftiges für Splatoon 2, Alter? Du mit deinem Splatoon 2, ne, ohne Witz. Ohne Witz. Ja, hallo.
Der Fisch, der will was von mir, ne? Alter. Jetzt ist er endlich weg. Jetzt ist er endlich zum Backfisch geworden. So wie es gehört. Magst du Zelda Breath of the Wild? Ja, ist ein sehr schönes Spiel. Oh, hier sind so viele Fische unterwegs. Das ist ja furchtbar. Danke dafür. Alter, die Blooper. Ich werde hier so zerstört. Das ist ja echt nicht mehr schön. Das ist gar nicht schön. Oh, immer ein Checkpoint. Was hältst du von dem YouTuber? Kenn den gar nicht. Laon, danke fürs Abonnieren. Willkommen bei den Toads. Bist du Harry Potter Fan? Nee, aber ich habe die Filme, also großer Fan jetzt nicht, aber ich habe ein, zwei Filme auf jeden Fall gesehen. Also ich kenne die Serie auf jeden Fall. Wer kennt sie nicht, ne? Oh, bitte, Bloopers, bitte geht weg. Oh, da kommt schon wieder eine ganze Family raus. Könnt euch anmelden bei Family Stories bei RTL 2, aber nicht bei mir hier. Ich brauche euch nicht für die Dann spielst du mal wieder Mario Maker. Keine Ahnung. Ich bin ja nicht der größte Mario Maker Spieler. Keks aufs Moin, Großer. Moin, Kleiner. Und Sandy, auch Moin an dich. Kennst du Rocket League, ja? Hab ich selber auf der Switch und auch am PC habe ich das. Ist ein sehr schönes Spiel. Aber... Oh nein, ich habe nur noch drei Leben. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen hier, Leute. Jetzt wird es hier langsam kritisch. So, warte mal. Langsam wird es hier ein bisschen kritisch. Also, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Vierbar noch so, Pius, bitte. Nein. Bitte nicht. Ja, verreck. Oh, man ist alle so nett zu mir. Dreimal noch so. Nein. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren, Leute. Ich will hier nicht in Welt 4 Game Over gehen, ne? Also. Oder sind wir hier in Welt 5? Ich weiß es gar nicht. Welt 4. Ach Gott. Das ist alles belastend hier. So, jetzt müssen wir aufpassen. Gleich kommen die Oberzicken von unten. Kommt halt von oben. Ja, jetzt kommt der von oben, ne? Ich halte am besten meinen Mund. Was ist das hier für ein Dreck? Was soll denn der... Alter, kann der mal aufhören? Ich muss hier sowas von los, ne? Ohne Witz. Ich muss noch nie so schnell hier weg wie jetzt. Aber den Pilz nehmen wir trotzdem mit. Oh, überall. Überall so eine Scheiße hier am Dampfen, ey. Oh, ja, was denn? Was? Wer hat sich das ausgedacht? Was ist das denn? Was machen die Bloopers da, Leute? Was machen die Bloopers da an der roten Röhre? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Die warten, das sind so richtige Campers wie in Fortnite. Campen und dann wegsnipern, das sind die richtigen. Aber nicht mit mir. So, wir gönnen uns mal ein bisschen hier, unterschwellig. Also Hauptsache, die Starcoins werden hier nicht bewacht, ne? Ist ja... Wow, Alter. Der hat schon wieder ganz meinen Fuß halb aufgefressen, so schlimm ist das hier. Aber hey, wir sind jetzt fertig. Pius, was ist los? Aber sowas von. Pius, wenn du Game Over gehst, musst du für eine Woche deinen Kanal in Bios umbenennen. Ich habe schon eine Bestrafung, lieber Paul. Und Bios ist kein guter Name. Ich kann mir auch gleich Bios nennen. Spielst du noch Fortnite? Nö, schon seit Ewigkeit nicht mehr. Würde es sich lohnen, eine Wii U zu kaufen? Pius, also nur wenn du eine Switch hast und noch tonnenweise Geld hast und das nicht mir nicht geben möchtest, also dann kannst du dir eine Wii U kaufen, ja. So, wir gehen jetzt erstmal in den Item-Shop hier. In einen, ins Item-Haus ist kein Shop. Toad verkauft dir keine Items. Der macht dir keinen Schwarzhandel. Moin, Toadie! Freust du dich auf Pokémon Fire and Ice? Was ist denn das? Pokémon Fire and Ice? Hä? Ist das... Nein. Hä? Das gibt's nicht. Was soll das sein? Also, ich kenne mich ja schon mit den aktuellsten News immer aus und ich wüsste nicht, dass das angekündigt wurde. Ich mach schwarz sein, ist immer gut. So, jetzt können wir uns ein paar Items hier. Hoffentlich haben wir Glück. Ja, komm, also ich möchte wissen, zwei Items haben, das wäre ganz geil, ne? Gehen wir da mal hin. Geh mal hier hin. Ja. Ja.
Ja, gib mal halt irgendein Paar, ey. Alter. Jetzt habe ich hier gefühlt jedes Item aufgedeckt. Aber noch kein Jackpot. Ja, natürlich. Immerhin Pilz, schon mal ganz gut. Ja, optimal. Denk mal nicht, dass hier Bowser ist. Auch geil. Denk mal nicht, dass hier, obwohl da könnte Bowser sein. Wir gehen mal hier unten hin. Hier ist das Safe nicht. Oder auch doch. Mann. Im Januar ist eine Nintendo Direct. Ja, das stimmt. Die wird's geben, Leute. Diesen Monat eine fresche Nintendo Direct. Das wird's geben. Mach bitte ein 1-on-1 mit Mario Odyssey. Ja, mal gucken, was das nächste 1-on-1 wird. Ich denke, Odyssey wird's nicht. Ein anderes Game. Weil, wie gesagt, ich bin nicht so ein großer Odyssey-Fan. Da gibt's einfach Spiele, die machen mir mehr Spaß als Odyssey. Weil Odyssey ist für mich halt immer so ein... Das spielst du einmal blind, um halt die Sterne, um die Monde zu finden. Aber sobald du weißt, wo die Monde sind, ist es für mich kein Game, was irgendwie den größten Wiederspielwert hat. Ich weiß nicht, warum das bei euch überall so ist, aber man spielt lieber in 3D World, weil da geht es halt nicht darum, unbedingt die grünen Sterne zu finden, sondern die krassen Level. Und Odyssey besteht halt einfach nur aus Monde sammeln. Und wenn du die halt kennst, dann ist das halt einfach nicht so krass in meinen Augen. Aber halt das Blind zu erleben, war natürlich sehr, sehr geil und war auch sehr spaßig, aber ich bin jetzt keiner, der das 100 Mal durchspielt. Das machen andere. Was ist das hier für ein Level, ey? Wie sind das hier? Uiuiui. Ich komme hier nirgends durch. Uiuiuiui. Logixon. Oh Gott, schwerer Name auf jeden Fall. Danke für deinen 1 Euro. Danke, du Toadie. Danke. Hi, Pius. Lange nichts mehr gesehen. Ja, Lukas, Pokémon Free. Auch moin an dich hier. Ja, und danke für deinen 1 Euro. Danke. Kein Odyssey-Fan. Ich werde dich finden. Doch, ich mag Odyssey, aber ich finde Spiele einfach geiler wie Mario 3D World zum Beispiel. Das ist ein Spiel, das finde ich super. Oder 1-on-1 wird mir super mal Boss wie. Nee. Das spiel mir jetzt gerade. Du mit deinem 3D World, Lure. Ja, ist einfach schön. Ja, danke. Ja, gib dir mal ein paar Herzen, Lodi. Dem Guten. Danke auf jeden Fall hier. Lul, sehe ich auch so. Welche Zelda-Teile hast du gezockt? Tatsächlich nur Breath of the Wild, tut mir leid. Breath of the Wild hat mir einfach sehr gut gefallen von der Open World und sowas. Das fand ich halt einfach sehr interessant als Zelda-Game. Wird das Film wieder hochgeladen? Ja, wird er. Was heißt hochgeladen? Der wird automatisch morgen veröffentlicht. Also heute veröffentliche ich den nicht. Morgen. Damit die Leute es auch alle mitkriegen, die jetzt gerade nicht dabei sind und wenn sie Lust haben, die eine oder andere Szene nachholen können. Das machen ja einige tatsächlich. Also es gibt immer wieder Leute, die halt meine Streams auch nachgucken. Das dann immer in die Kommentare schreiben beim Stream und immer ganz geile... Lol! Philipp! Danke fürs VIP-Werden hier. Willkommen bei den Toads. Danke. Gib dem auch ein paar Herzen. Gleich kommt die schöne Einblendung hier der Toadies und gleich eskaliert hier ein Toad. Und ja, dann fühlt er sich richtig krass so. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Wie komme ich da rein? Warte mal. Auf jeden Fall danke, ne, Philipp? Danke! Toadie, dem geht's gut. Aber trotzdem habe ich jetzt keine Ahnung, wo ich hin muss. Ach, warte mal. Haha, Leute. Ich habe den Weg gefunden. Und zwar da oben. Oder? Das lief ein wenig suboptimal. Scheiße. Eskaliert der Tod bei 100 Euro extrem? Nein. Der eskaliert immer gleich. Das sollte ich vielleicht mal einführen, dass der pro Betrag weiter eskaliert. Aber das habe ich bisher nie gemacht. Deswegen probiere es gar nicht erst aus. Das sollte ich mal einführen, ja, das habt ihr recht. Gute Idee auf jeden Fall, Sebel. Oder Sebastian oder Keks. Offs. Was ist das so ein Saftladen hier, ey? Egal, das kriegen wir hin, Leute. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Und dann läuft das auch. Oh, dieser Geist, da ist locker ein Item. Geist, hau mal ab. Rip, ja, wir haben noch 3 Leben. Ja, egal, wir kacken auf den Pilz, den brauchen wir nicht. So, diesmal lassen wir uns da nicht einquetschen. Diesmal bleibe ich
Diesmal passe ich auf. So. Pio, spiel mal Paul Mod Game. Lol. Das ist ein sehr gutes Spiel. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Oh, wir warten mal kurz ab hier. Ich möchte ganz gerne rüberspringen. Alter, kann der mal aufhören? Alter, die Geister! Nicht die Geister, die Mäuse. Warum hauen die auf einmal ab? Was haben die denn für ein Problem? Mäuse bleibt hier. Die haben wahrscheinlich gemerkt, dass meine Polly gleich kommt, meine Katze. Und dann ist halt hier Ende für die. Das ist halt richtig. Wie viele Mäuse sind hier bitte, Alter? Hallo? Hallo? Diese Mäuse. Die letzte Maus. Ich will nicht mehr. Hallo, Toda. Freust du auf neue Pokémon? Na, ich freue mich lieber. Ich freue mich sehr, sehr doll auf Animal Crossing für Switch und für. Und freue mich auf Luigi's Mansion 3. Das sind hier meine. Hier ist kein Checkpoint. Ja, geil. Das sind die Games, auf die ich mich gerade freue. Auf die beiden. Und natürlich auch auf Yoshi. Also, Yoshi kommt ja auch bald raus. Geh gleich nach Hause, ey. Yoshi kommt ja auch bald raus und. Nein! Oh mein Gott, nein. Ich hab noch ein Leben. Bruder muss auf jeden Fall los. So, ich gehe jetzt hier gar kein Risiko mehr ein. Ach du Scheiße. Mickey Maus, ja, die Mickey Mäuse killen mich. Ich kann nicht Fuse, ich kann nicht spenden. Paul, nicht in Caps schreiben, mein Lieber. Alles ruhig, alles ist gut. Und spend nicht. Behalt dein Geld für VIP. Und auf jeden Fall kein Caps. Alles wird gut, Paul. So, jetzt machen wir gar keinen Scheiß mehr. Jetzt sind wir hier businessmäßig unterwegs. Kein Risiko. Also hier jetzt Game Over gehen, Alter. Gehen wir nach Hause. So nicht. Okay, da ist er. So, jetzt können wir die Mäuse auch nichts anhaben. Jetzt läuft das. Diese scheiß Blöcke. Das sind doch sowas von Giftblöcke. Und als ob da kein Item drin ist, Alter. Ich gehe nach Hause, ey. Was soll ich jetzt hier machen? Ach so. Ah ja. Wenn ich auf einer Maus drauf springe, dann rennen die alle weg. Der Stream ist weg. Nein. Hä? Hallo? Der Stream läuft. Hä? Was schreibt der Paul denn da? Der Stream läuft doch. Hoffe ich zumindest. Nice Stream. Danke, Gamer King. Danke. Nee, geht wieder. Okay. Hey, der Stream war auch niemals weg. Das muss an dich, an dir gelegen haben. Also, 1 in 1 ist bei mir groß geschrieben und das ist halt dann auch so. Moin Pius, wie geht's dir und bist du gut ins neue Jahr gerutscht? Ja, mir geht's gut und ja, lief alles optimal. Erstmal willkommen an dich, Noah. Grüß dich. Stream ist weg. Hä, bei mir nicht. Dann wechselt zu 1 zu 1. Genau, Leute. Also, wer hier Stream-Probleme hat, bei wem es lecken tut oder so, dann wechselt zu 1 zu 1. Da habt ihr eine Verbindung, die ihr euch nie träumen lassen habt. Also, bei mir läuft's. Und das ist ja die Hauptsache. So, jetzt sind wir mit Yoshinski unterwegs. Und haben sehr viel Spaß. Aber warte mal, warte mal. Yoshi! Yoshi! Wo ist denn der hin? Da ist er. So, jetzt in die Wolke. Wo ist, hä? Jetzt ist die Wolke weg, ich glaub's nicht. Wie fährt mit dem Akku? Ja, der Akku, der ist schon seit letzten Stream kaputt. Was heißt kaputt? Leer. Leer ist er. Oh Mann, Yoshi, renn nicht. Jetzt ist. Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ist die Wolke schon wieder weg? Ne, ich glaub's einfach nicht. Das ist doch so ein Beschiss hier. So ein Betrug. Den glaubt man ja gar nicht. Irgendwas nochmal Schluss. Muss weg, bye. Okay, tschüss. Bruder! Yoshi ist so anstrengend.
Kommst du mal jetzt? Was ist los bei dir? So, jetzt gehen wir auf jeden Fall ein bisschen hier. Geben wir ein bisschen Tempo. Yes, optimal. So, jetzt können wir echt mal fliegen. Welche YouTuber guckst du? Ich gucke ein bisschen Domi, also Nintendo halt. Glückstu. Das sind so die, die am aktivsten schauen. Sonst halt allgemein in der Nintendo-Szene halt. Welche Leute es da so gibt. Gibt es da so einige. Und die werden halt geguckt. Das macht Pius doch mit Absicht. Was mache ich mit Absicht? Ich mache Geist mit Absicht. Du bist zwar ein Keck, lese meine Nachricht. Ich lese sie doch. Aber wenn ich im Spiel bin, dann bin ich immer ein bisschen beschäftigt. Nee, eben nicht. Was sagst du zum Captain Toad Treasure Tracker 2 eShop Data Mine League? Wann soll es den gegeben haben? Erstmal ein bisschen Joghurt-Drink. Man kennt's. Pius guckt Pavlovs, genau. Was ist das hier für ein schönes Haus? Bruder muss los, bis zum nächsten Mal. War nice. Tschüss, Aaron. Bye. Oh, was gibt's hier Schönes? Ein Stern, ja gut. Den brauche ich nicht. Kennt der Corne? Ja, den kenne ich. Leo, den kenne ich. Leute, Toad hat Probleme. Wollen wir ihn retten? Ich würde sagen, ja. Toad muss gerettet werden. Toad, du armer Toadie. Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 7.7. Geburtstag. Also, ich hatte erst. Ja gut, was heißt her erst? Im halben Jahr wieder. Im halben Jahr ist wieder Geburtstagszeit. So, Toadie, ich rette dich. Kann ich dich fressen? Lull. Okay, das wusste ich gar nicht. Lull. Okay, also Yoshi hat den Toad im Mund. Das finde ich aber sehr interessant. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Jetzt kann der Yoshi nur nichts mehr schlucken. Jetzt hat er ein Problem mit seiner Zunge. Da geht jetzt nichts mehr rein. Ist ein bisschen belastend. Nein, Yoshi bleibt schon hier. Du hast meinen Toadie im Mund. Es bleibt alles so, wie es hier ist. Lol, was wir mit Toadie machen können. Süßer Toadie, alles wird gut. Alles wird gut. Glaub an mich. Yeah, Toad an der Stange und Yoshi und ich auch an der Stange. Wunderschönes Bild. Wunderbar. Toads sind dumm, bisschen. Nö, Toads sind toll. Bis zu meinem Geburtstag dauert es noch ein bisschen. 11.5. Ja gut, weniger als bei mir. Schlucken, ja. Nenn mich Sebi. Meine Lehrer nennt mich nur Sebastian und die hasst mich. Okay, ja gut. Deine Lehrer, wer mag dich schon, ne? Ist ja ganz klar. Ich stell das jetzt, bis er es liest. Ich hab's gelesen. Kannst du bitte aufhören, so zweideutig zu sein? Bin ich gar nicht. Mann. Hätte ihn nur gemobbt, ey. Toad war an der Stange. Mann. Hätte ihn nur gemobbt, ey. Ist im Moin hier. So, wir sind jetzt endlich mal im Castle. Welt 4 ist eine belastende Welt. Bin ich froh, wenn ich hier weg bin. Hä, wie läuft das? Kann man hier irgendwo nach hinten gehen? Danke dafür. Achso, hier, gut. Ja gut, die Star-Coins sind eh nicht wichtig. Ich habe 3 Lehrer, die mich hassen. Oh, belastend. Belastend. So, das Level ist easy. Ganz entspannt. Darf man dir ein Geburtstagsvideo machen? Ja klar, wenn du willst. Letztes Jahr gab es auch ein Geburtstagsvideo und zwar auf dem Kanal von Dummer Boblin.
Da gab es ein... Als Überraschung habt ihr mir, haben einige von euch mir ein Geburtstagsvideo gemacht, wo ihr mir gratuliert habt und sonst was. Also das war letztes Jahr eine sehr, sehr schöne Überraschung. Gibt es auch eine Reaction auf meinem Kanal dazu. Da ist Dummer Bob ins Profilbild auf meinem Thumbnail. Also falls ihr nach dem Stream danach suchen wollt, wisst ihr Bescheid, wie das aussieht. Ich hab den nicht losgelassen. Naja, egal. Passt schon. Einfach entspannt da rein. Ich hab nur Lehrer, die mich hassen. Warum habt ihr alle Lehrer, die mich hassen? Was ist los bei euch? Ich glaube, keiner meiner Lehrer hasst mich. Hoffe ich zumindest. Keine Ahnung, warum eure Lehrer euch alle hassen. Was macht ihr denn? Warum seid ihr so schlimme Zones? Was ist los bei euch? Muss weg, Piusch. Paul, tschüss. Gute Nacht. Okay, das war dumm. Das war mehr als dumm. Ach du Scheiße. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das Ding so lang ist. Das habe ich ein bisschen unterschätzt, das Ding. Ja, das ist ziemlich lang. Bis zu 17 oder 16. Ich bin 17. Jeder Lehrer, den du hast, hasst dich. Du merkst es nur nicht. Oh, da haust du auf jeden Fall hier die Ansagen raus. Krasser Typ auf jeden Fall. Alle meine Lehrer lieben mich, Hilfe. Besser als hassen. Meine Lehrer mögen mich. Bin halt krass, Julia, das sehe ich auch so. Was ist dein Lieblingsspiel? Hund oder Katze? Auf jeden Fall Katze. MSR Gamer. Moin. Oder Mister? Ne, Mister nicht. Das ist eine andere Abkürzung. Auf jeden Fall danke fürs Abonnieren. Willkommen bei den Toads. So, Mario hat auf jeden Fall sehr viel Spaß. Als ob ich sie nicht treffen kann. Ich kann die unter Wasser nicht treffen. Oh nein. Oh, das wird doch nix. Das war so klar. Das war so klar. Sagen die Frauen immer zu mir. Jetzt bist du selber zweideutig, siehst du? Bitte ertrink Mario. Nein, so das lief jetzt ein bisschen nicht so geil. Ich hoffe, das schaffen wir im nächsten Try ein bisschen besser. Wo kommen wir jetzt raus? Hier, okay. Ja, optimal. Passt. Oh, das ist wirklich geil. Das finde ich super. Ja, ich denke, jetzt weiß ich, dass ich unter Wasser sie nicht treffen kann. Dann läuft das auch. Na, Pius, wie läuft die Oberstufe? Ja, ganz nett. Jonathan auf jeden Fall ganz nett. Also, es könnte besser laufen. Aber, ja. Ist ganz okay. Aber ein bisschen nervig. Willst du nach Troll Hotel streamen? Ja, mach halt erstmal das Game, Junge. Du hast ja nicht mal angefangen, soweit ich weiß. Oder hast du das? Oh, warum bin ich so dumm? Oh, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ich dachte, ich kann da länger fliegen. Aber wahrscheinlich nicht. Aber ist egal, ist egal. Wir haben eine Feuerblume. Passt. Alles okay. In welcher Mario-Welt würdest du gerne leben? Gute Frage. Ich glaube, von den Welten her würde ich die Küstenwelt in Mario Odyssey ganz geil finden. So viel zum Thema, ich bin schüchtern. Ja, so ist es einfach. Was ist dein Lieblingsspiel? Immer diese Fragen. Kommt bald ein Stream, du mehr Spiele spielst? Nö, das ist eher spontan. Gerade mehr Spiele spielen, das ist eher spontan. Das plane ich nicht. Stirb! Okay, das war's jetzt auch wieder. Was mache ich hier, Alter? Das wird doch wieder nix. Das ist doch wieder nix. Warum stelle ich mich so dumm hier an? Kann ich die treffen? Okay, geil. Ja, das war... Jetzt ist halt... Jetzt ist Ende. Hast du Discord? Ja, Discord-Link, Twitter-Link und Instagram-Link. Alles in der Beschreibung, Leute. Kommt auf meinen Discord-Abonnenten-Server. Discord habe ich auf jeden Fall. Hast du kein Lieblingsspiel?
Achso, GZ Pfeiler, das war kein Witz von dir, okay. Ich habe ein ganzes Video dazu gemacht, weil diese Frage alle 3 Minuten kommt. Deswegen gibt es auf meinem Kanal ein Video dazu. Da erkläre ich meine Lieblingsspiele. Weil diese Frage einfach so oft kommt, habe ich das schon ein ganzes Video zu gemacht. Ja. Plus eine Frage heraus. Was willst du wissen? Warum ich so gut bin? Das kann ich dir ganz leicht beantworten. Bruder muss los. Ey, Pius, was ist dein Lieblingsspiel? Ja, gute Frage. Sehr, sehr schöne Frage, mein Lieber. Oh Mann, das Level ist so zum Kotzen. Vor allem der Bosskampf, da muss man schnell sein. Also, wenn man. Es darf nicht zu einer Unterwasser-Passage kommen, unbedingt. Das wäre ja ganz schön. Pius vor 2 Minuten, das Level ist easy. Ja, ist es auch. Ich muss mich nur einfach skillig anstellen. Und dann passt das. Der kommt schon wieder. Er kommt. Okay, wäre jetzt getroffen worden, hätte ich sofort aufgehört. Als ob. Ja. Wir können uns jetzt einen Treffer erlauben. Was ist dein Lieblingsspiel? Immer diese Fragen. Moin, Bro. Moin. Grüß dich. Was sind deine Erwartungen zur nächsten Nintendo Direct? Abgesehen von Pokémon Feuereis. Was ist? Es gibt kein Pokémon Feuereis. Woher hast du das? Das gibt's nicht. Also meine Erwartungen sind Animal Crossing. Das will ich sehen. Gameplay. Der Rest ist mir egal. Zeigt mir einfach nur Animal Crossing. Mehr will ich nicht. So, hier muss ich einfach jetzt nur aufpassen. Ich kann hier sonst nichts machen. Oh, das ist ziemlich knapp gewesen gerade. So, hier muss ich auch gleich den zweiten Treffer gleich holen. Das wäre zumindest sehr, sehr geil. Ja, super. Oh, so eine Scheiße. Ist echt zum Heulen hier. Ich bleibe am besten jetzt ganz oben. Oben kann mir nichts passieren. Hör mal auf. Geil, sie ist mir raufgesprungen, Leute. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Läuft optimal hier. Leute, ich bin so gut. Ich hoffe, das neue New. Ich hoffe, das neue News zu Metroid 4 kommen. Naja, das Spiel, keine Ahnung, wann das erscheint. Neue News ist gut. Erstmalige News. Bist du evangelisch oder katholisch, Moslem oder orthodox? Evangelisch. Ich will aber nicht Donaten, lol. Oha. Ansagen gehen raus hier, ey. Ich merke das schon. Ansagen sind am Start. So, Leute, wir sind endlich durch mit Welt 4. Jetzt kann es nur besser werden. Es kann nur besser werden in. Oh nö. Wir haben noch ein Schloss. Linda ist ein stinkender gelber Fisch. Das glaube ich eher weniger. Das glaube ich eher weniger. So. Wir sind jetzt in einem schönen Castle. Das erste Castle im Game. Bin gespannt, wie das so ist. Ich kann jetzt schon sagen, in NSMBU sieht das ein bisschen stylischer aus. Hier sieht es ziemlich billig aus. Hast du einen Schlafrhythmus? Ja, habe ich. In den letzten Tagen wache ich meistens immer erst um 11 auf. Ja, eigentlich früher aufstehen. Aber meistens komme ich nicht in die Gänge. Das ist kein Kars, das ist hier, Luftschiff. Fisch. Oh. Ein Luftfisch, wer kennst? Ein Luftschiff. Wow, das Feuer ist ziemlich knapp an mir dran, aber egal. Wie komme ich da jetzt hoch? Ja, das ist ja hier dezent knapp gerade alles. Aber okay. Gibt es hier irgendwo ein Item? Ja, das ist fair. Sehr, sehr fair, Nintendo. Am besten wäre ein Mario Odyssey 2, ja. Besser als ein DLC, ja. Ein neues Mario Odyssey würde ich sehr toll finden.
Ein Luftfisch bist du, Spaß, saß. Das Feuer steift, das Eis ganz knapp. Streift, nicht steift. Ja. Auf jeden Fall, der Mario wird auf jeden Fall heute noch abgebrannt hier, das merke ich schon. Mario wird heute Brennholz. Danke dafür. Oh, da wollte ich schnell vorbei. Sodor, Wayway, willkommen im Stream. Ja, läuft jetzt nicht so optimal hier. Bin kein Jesus, alles klar, Gamer tot. Du bist kein Jesus, das ist schon mal eine krasse News auf jeden Fall. Krasser Typ. Bruder muss los. Leon, moin. Ich gönn mir da mal. Nur noch zwei Leben, ja. Das läuft nicht so gut gerade. Pius, was ist los? Flo, was los? Ich denke, es kommt ein Mario Odyssey 2, da keine DLCs zu Mario Odyssey kommen. Ja, denke ich auch. Also, ich denke, einen zweiten Teil, vielleicht kommt er sogar dieses Jahr. Das wäre doch ganz geil. Also, Anfang des Jahres der Port, den keiner braucht unbedingt. Und dann kommt zum Sommer kommt dann Animal Crossing. Im Frühling halt, danke dafür. Im Frühling halt. Im Frühling halt Yoshi. Und im Herbst, also wieder so im. Ja, gut. Ja, vielleicht diesmal im November. Mario Odyssey 2. Und im Oktober dann Luigi's Mansion 3. Und zum Abschluss Pokémon. Ja, Frühling Yoshi. Sommer Animal Crossing. Herbst Mario Odyssey. Oktober. Ist ja auch Herbst, ist ganz klar. Also im Oktober dann Luigi's Mansion 3. Und zum Abschluss noch Pokémon. Warum nicht? Animal Crossing Battle Royale auf jeden Fall. Ich brauche Ports, gebt sie mir. Ja, ein 3D-Welt-Port, Leute. Den hätte ich sehr, sehr gerne. Einen sehr schönen Super Mario 3D-Welt-Port. Das würde ich sehr, sehr begrüßen. Ich möchte es unbedingt haben. Denkst du, es kommt 3D-Welt-Port? Wäre cool. Ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Ich biete jeden Tag, Leute. Für einen 3D-Welt-Port. Würde ich sehr gut finden. Ich muss los. Oh, die Oberzicke. Super Mario 3D World Port mit Online-Modus. Ja, das denke ich eher weniger. Also Nintendo und Online-Modus in Mario Multiplayer-Games haben sie ja nicht mal Mario Party geschafft, so richtig zu machen. Also damit sollte man nicht rechnen. Wäre aber geil. Ich will ein neues 3D-World. Ja gut, ein neues ist auch cool, aber ich will ein Port, weil das Spiel so toll ist. So, Bowser Jr., mit dir habe ich immer sehr viel Spaß im New Super Mario Bros. Speedrun, also grüß dich. Vielleicht läuft die Beziehung ja hier ein bisschen besser. Mal gucken, ob ich dich hier leichter zerstöre. Würde es mir zumindest wünschen. Greift er auch noch oben an oder macht er gar nichts? Bisher ist er ein richtiger Lappen. Also bisher ist er in Mario Bus U stärker, wo er mich boxen kann, mit Bomben wirft. Hier ist er relativ lame. Lol. Der kann ja hier gar nichts. Also das ist auf jeden Fall ein Waschlappen hier. Der ist im Wii U Teil stärker. Nintendo und Online sind zwei unterschiedliche Universen. Genau. Internet ist halt auch für die Nintendo Neuland. Und das wird es auch immer bleiben. Lieber kein Online als Nintendo Online. Views, jetzt beantworte doch endlich mal die Frage, was dein Lieblingsspiel ist. Immer diese Lieblingsspielfrage, ey. Ey, Hübi ist der Beste, moin. Welt 5. Die Dschungelwelt. Auf die habe ich jetzt richtig Bock, weil die habe ich noch nie gespielt. Ich habe diese Welt noch nie gespielt, deswegen bin ich sehr gespannt, was hier so abgehen wird. Und es kann nur besser werden. Hey, bin wieder da. Moin zurück. Es kann nur besser werden, weil es ist keine Wasserwelt. Also von daher
Es kann nur besser werden. Muss weg. Bis bald. Tschüss. Super Mario 3D Universum. Ja, das hätte auch was. So wie ein Galaxy einfach. Mario Galaxy in 3D World Style. Das hätte auch irgendwie was, oder? Ja, so eine Mischung aus beiden. Ja gut, Galaxy ist ja in gewissen Zügen sogar 3D World, weil es gibt sehr viele Level. Ja, aber Galaxy ist ein bisschen offener, also würde ich geil finden. Etwas. Eine sehr schöne Welt ist das hier. Mit langen Piranha-Pflanzen. Die können hier auf jeden Fall sehr lang werden, das finde ich sehr schön. Wow. Ja, wow. Der lasse ich mich so doof treffen, ey. Ist unfassbar, ey. Ist unfassbar. Erst lacke ich mich hier so durch, ne? Und dann so ein Easy-Treffer. Muss jetzt schlafen. Tschüss. Okay, gute Nacht. Nee, du Pius. Was ist los? Hoffentlich wird der Luigi's Mansion 3 Online-Mode genauso geil wie auf dem 3DS. Ich habe den auf dem 3DS sehr selten gespielt, deswegen kann ich da jetzt nicht viel zu sagen, aber ich würde sagen, kompletter Multiplayer wäre geil. Also, die ganze Welt zu zweit erleben über Online, das hätte... Wow. Das hätte was. Der Keks oft ist getriggert, warum denn das? Die können hier auf jeden Fall lang werden, ja. Ist einfach so. Länger als bei dir. Oh. Ich brauche ein Item. Dreh. Dreh das Ding. Und dreh und dreh und dreh. Ole, ole. Ja, hi auf jeden Fall. Danke an dich. Angie. Kolbe. Danke fürs Abonnieren. Obwohl die Abos gefühlt weniger werden, trotzdem. Danke fürs Abonnieren. Ich verstehe das eh nicht auf YouTube. Guck mal. Es kommen dauernd Abos rein, ne? Ja, siehst du, der Gamer-Tor ist wahrscheinlich der, der abonniert hat. Es kommen dauernd Abos rein, ne? Aber trotzdem bleibt die Abozahl genauso wie vorher. Ich verstehe es nicht. Das macht keinen Sinn. Ich check's nicht. Es macht einfach keinen Sinn. So, tschüss. Diese Abozahl, ich verstehe nicht mehr, ey. Alles Betrug hier. YouTube verarscht mich. Mads Gaming, moin! Pius, lange Sachen kennst du ja nicht. Hahaha. Lustig, lustig, tralalala. Lustig, lustig, tralalala. Mero, moin! Würdest du dich lieber über XCX Deluxe freuen? Was ist XCX? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Warte mal, ich gönne mir mal eben, obwohl. Ja, passt. Wunderbar. Pius, New Nintendo City ja für dich. Ja, 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 danke schön. Bye, ich gehe jetzt schlafen, muss meinen Schlafrhythmus beibehalten. Okay, tschüss, gute Nacht, schlaf schön. In deinem Bettchen. Oh, ein One-Up, Leute, ganz wichtig, ein One-Up. Achso, Xenoblade Chronicles X Deluxe habe ich nie gespielt. Deswegen wäre mir ein Port egal. Lieber 3D World. Ganz wichtig. Ich glaube, es ist ein Wii U-Spiel, oder? Xenoblade? Ja, Xenoblade. Ja, ja, es ist ein Wii U-Spiel. Ist ein Wii U? Nein, kein One-Up. Doch, ein One-Up. One-Ups sind sehr, sehr schön. Alter, Piano fand es irgendwelche Probleme, oder? Hau ab! Die sucht Stress, okay? Die kann den Stress haben. Views, jetzt beantworten wir doch mal die Frage, ob ich dir einen Döner bringen soll, damit ich weiß, wie du aussiehst. Ja, wenn du mir einen Döner nach Hamburg bringen willst, dann komm ran, Alter. Oh, danke dafür. Oh, Mama, jetzt Mama keinen Scheiß. Mama keinen Scheiß, alles wird gut. Atme tief durch. Was glaubst du, wird als nächstes geportet? Ich hoffe 3D World. Ich hoffe 3D World wäre sehr gut. Magst du Mario-Spiele am meisten? Ja, würde ich schon sagen. Mario-Spiele sind sehr, sehr schön. So, dann gehen wir mal jetzt in dieses Level hier. Das finde ich ein bisschen sympathischer. 5-2. Ja, schreib mir einfach auf Insta deine Adresse. Ja, wahrscheinlich.
Man kennt's. Was ist das hier für ein Level, ey? Die Wigglers hatten sehr viel Spaß und rennen jetzt hier rum. Okay. Sehr, sehr schön. Ich bin noch gesprungen. Bin halt nicht. Ich bin hässlich. Alles klar. Danke für die Info. Du Yoshi-Fan. Wow. Okay. Wigglers sind ein bisschen fetter geworden. Ja, deutlich fetter. Die Wigglers haben Probleme. Hallo Wigglers. Ja, danke dafür. Egal, passt. Wir kriegen hier den Checkpoint. Oh nö. Ja, was soll ich hier machen? Was soll ich da bitte jetzt machen, ey? Du wirst doch instant getroffen. Wie fändest du ein Mario 64 Port auf der Switch? Das würde ich sehr schön finden. Endlich mal ein... Also das würde halt endlich mal geil aussehen. Weil... Wow. Weil Mario 64 ist für mich kein Spiel, was schön aussieht. Deswegen würde ich das sehr begrüßen. Wenn die einen Port bringen würden, wo es auch mal lohnt. Also ein Wii U-Spiel porten, das bringt es ja nicht wirklich. Weil Wii U-Spiele sahen ja auch schon ganz nett aus. Aber ein N64... Das ist ja dann kein Port, das ist ein... Remake, ein N64 Remake würde ich sehr, sehr begrüßen. Würde ich sehr schön finden, ja. Hast du Toad-Plüschtiere und ich Yoshis? Ja. Ich habe da mit den Toads auch viele Videos schon gemacht. Also mit den Toad-Plüschtieren. Paul Bims, danke fürs Abonnieren. Ich kenne dich doch. Ja, ich habe einige Toad-Plüschtiere. Der eine heißt Albert, der andere Manfred, der andere Big Toad, die andere Russia. Und der letzte Kevin. Magst du Goombas? Ja, Goombas sind sehr nette Wesen. Auf jeden Fall. Was ist denn das jetzt hier für ein Saftladen? Wir sind schon im Tower, Leute. Das geht ja ganz schön schnell hier. Schon im Tower. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ich denke, durchspielen wir es heute nicht. Dann gibt es da ganz entspannte drei Streams zu. Drei Parts zum ganzen Game. Bevor halt NSMBU rauskommt für die Switch, wollte ich einmal den Wii-Teil mit euch erleben, weil ich den bisher halt nie durchgespielt habe. Ja, danke dafür. Ja, super. Dein Ernst? So lächerlich, ey. Oder lieber ein Mario 65. Es gibt, glaube ich, Mario 65. Es ist so ein Fangame. Sebastian von der Heide. Willkommen im Stream. Grüß dich. Hi, bin dann auch mal da. Moin, Milo. Ich habe einen Goomba-Plüftier, lol. Läuft bei dir. Du hast einen süßen Goomba im Haus. Das ist ja super. Das ist ja sehr, sehr schön. Komm ran, Pilz. So, Leute, jetzt läuft es hier skillisch. Gleich weiter. So, wie man es von mir gewohnt ist. Jetzt, okay. Das Level ist nervig. Man muss immer warten, dann nach links gehen, nach rechts, immer hin und her. Und das ist ziemlich belastend. Die Starcon hat keinen Bock auf mich, denn halt nicht. Akzeptiere ich so. Ist da irgendwas Geiles drin in dem Block oder nicht? Oh, Eisblume. Ja, läuft. Die ich instant wieder verliere. Optimal. Super. Egal, Hauptsache hoch. Und ein Checkpoint, ganz wichtig. Bin da mal weg, viel Spaß euch noch. Tschüss, Kommentar. Schlaf schön. Also, wenn du später ins Bett gehst. Tschüss. Belastend. Oh, was ist los? Oh Gott, jetzt aber schnell. Wir brauchen das Item. Wir haben es geschafft, Leute. Seid ihr stolz auf mich? Deswegen lässt jetzt alle ein Like da im Stream, weil ihr alle stolz auf mich seid. Ich hoffe es doch. Daumen hoch. Das Level ist belastend. Echt zum Heulen hier.
Ich guck gleich wieder in den Chat, Leute. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Sonst schaffen wir gar nichts. Optimal. Ich melde mich auch mal wieder nach 3 Jahren Rente. Sarena. Nicht Serena, Sarena. 3 Jahre Rente ist schon zu Ende. Auf jeden Fall grüß dich. 3 Jahre Rente in so einem jungen Alter, ey. Oh, ich melde auch gleich Rente an. Aber sowas von. Der Rentenschein ist sowas von raus. Von mir nicht, aha. Sebi, merke ich mir. Geh halt nach oben. Oh, dieses Level, das ist wirklich belastend hier. Das hat sich mal überhaupt nicht gelohnt. Starcoins sind sowas von egal, aber ich sammle sie trotzdem ein, damit ich mich krass fühlen kann, aber wenn ich jetzt sterbe, dann ist alles nicht gut. Ich hoffe, hier gibt es irgendwo ein Item. Geil! Dankeschön, Nintendo. Ich habe jetzt endlich auch einen Nintendo Switch. Oh, läuft bei dir. Läuft bei dir. Bitte kein Mod-Gebettel. Oha, Gamertor, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht, ey? Das wird den Namen Sarena gegeben. Läuft bei dir. Immer diese Leute, die nach Mod betteln, ne? Geht gar nicht. So. Eventuell, Gamertod, eventuell. Aber dauert nach Mod-Fragen, muss nicht sein. Jetzt muss er mal schaffen hier. Ja, aber der kann nix, der Typ kann nix. Das kriegen wir hin. Ja, easy game. Easy. Pius, da stand die Wii-Verbindung ist fast leer. Die ist schon seit 3 Stunden leer. Also ich habe die im letzten Stream schon benutzt und da ging die auch noch. Also von daher, die läuft noch 10 Jahre. Pius, freust du dich auf Bayonetta 3? Nö, nicht wirklich. Nicht wirklich. Also Bayonetta hat mich bisher nie interessiert, deswegen. Ich freue mich auf Animal Crossing Switch und Luigi's Mansion 3. Das sind die Games, die ich sehr geil finde. Ich muss dann wieder los bei. Wollte mich nur mal melden, dass ich auch noch lebe, falls es jemand interessiert. Okay, alles klar. Tschüss. So. Welche New Super Mario Bros. Teile hast du gespielt? Ich habe den DS-Teil gespielt und den 3DS-Teil, den Wii U-Teil von Mario und Luigi. Ja, und das war's. Probier mal neue IPs aus. Ja, keine Ahnung, ey. Bayonetta hat mich nicht angesprochen und Xenoblade ist so ein Spiel, da muss man sich halt wirklich intensiv mit beschäftigen und das hat mir jetzt auch nicht so gefallen auf der View vor allem. Views, lest du endlich mal meine Nachrichten? Ich probier's ja immer. Mann. Du bist mein absoluter Lieblings-YouTuber. Dankeschön. Aber warum hast du jetzt deinen 2. Account am Start? Warum, was mit deinem 1. Account? Was ist denn los? Sonic. Sonic ist ein sehr böses Wort. So, wir sind jetzt hier auf dem schönen und auf dem Zug. Bei der Deutschen Bahn sind wir jetzt unterwegs. Also, und da kommen Oberzicken, die hier wieder den Zug kaputt machen wollen. Ich merke das schon. Oder eher, glaubst du, du LPs, du Luigi's Mansion oder eher in Livestreams? Also, Let's Plays mache ich jetzt eher weniger. Bin mit meinem ersten und zweiten Account am Start. Alles klar. Alles klar. Ich hatte die Nachricht schon noch doppelt, ey. Ich drehe ab hier. Also, ich denke, Luigi's Mansion kann man mal. kann man mal in Streams durchspielen. Das wäre eigentlich ganz nett. Je nachdem, wann es rauskommt, ob ich denn da Zeit habe und so. Kann man sich mal gönnen. Doppelt hält besser. Ja, genau. Aber nicht jetzt jede Nachricht, ne? Ohne Witz. Ja, na gut. Halt, stopp. Ja, geiler Scheiß. Ja, geiler Scheiß. Die Werbeanzeige oben links ist weg. Oh mein Gott, warte. Das ist mir sofort beben, Leute. Ah, jetzt ist sie wieder da.
Yeah. Die Werbeanzeige ist back in business. So, ich bleib bei der Feuerblume, finde ich ganz geil. Weil einfrieren ist nervig. Das ist jetzt schon besser so. Kannst du dich selbst gut... Was? Kannst du dich selbst gut... Gute Frage, oder? Was meinst du damit? Halt, stopp, ich fühle mich gemobbt. Kann seinen Banner nicht einstellen. Das ist sein, in Klammern, das ist sein Pius in Klammer minus 2. Kann sein Banner nicht einstellen, vergessen, Gamertaut. Das war's vergessen. Du Keck. Unterschwellig. Ja, genau wie der Typ, der ist auch unterschwellig. So, jetzt ist der Zug wieder frei. Ultimix. Moin im Stream. Grüß dich. Oh, ich komm da nicht ran, ey. Jetzt aber. Na, geht doch. Optimal. Jetzt war ich alle fertig. Da oben ist der nächste Haufen an Trash. Der Stress sucht. Wie viele Items gibt's hier bitte? Ist ja krass. Ja, was? Achso, die Münzen, die zählen auch. Ja, moin. Das sind nur Gegner. Auch die Münzen sind eine Gefahr. Das erste Mal in meinem Leben ist Geld eine Gefahr für mich. Das ist natürlich belastend. Ich mag Pius. Das finde ich super. Das freut mich. Oh Gott. Weg. Ganz wichtig. Halt, stopp. Ich fühle mich gehasst von Pius. Oh, das sind Ansagen hier. Ich mag Toads. Das finde ich super. Besser als Melindas. Oh, weg mit den Bomben. Wir sind hier nicht bei Upper Wet. Weg mit den Bomben. So, läuft gut. Wow. Alter, wie viel Trash kommt hier bitte runter? Geht nach Hause. Ja, super. Diese Bomben überall, Hilfe. Ich will Unreal Tournament spielen, dann spielt's doch. Welcher Konsole ist denn das? Okay, raus, ganz schnell. Mr. Howey, willkommen im Stream, grüß dich bei den Dotes. Ich habe nach oben geguckt zu den Münzen, bin weiter gerannt und habe die Oberzicke nicht gesehen. Wie magst du Microsoft Edge? Ja, bester Browser, Bruder, nutze ich jeden Tag. Als ob du die Anspielung von Gamertot nicht erkannt hast. Welche Anspielung? Eine bombige Stimmung. Freust du dich auf New Super Mario Bros. U Deluxe? Ja, es gibt Besseres. Ich glaube, ich muss auch mal SMB Restreams machen. Ja, gönn dir. Ich wusste es einfach, dass du ihn reinrennst. Er wusste es einfach. Nenn mich bitte Emily. Emily. Emily oder Emily? Emily, würde ich sagen, ne? Ganz ruhig bleiben, ja. Unreal Tournament spielen. Kennst du das nicht? Nicht wirklich. Was ist an Caps schlimm? Es ist nicht die normale Schreibweise. Ja, hab's jetzt auch verstanden, Sebi. Der Oscar für den dümmsten Tod in einem Videospiel während eines Films geht an Pivus. Dankeschön, das freut mich. Kartoffeln sehe ich auch so. So, was? Hier gibt's kein... Hier gibt's kein Checkpoint. Nämlich Julian, okay. Okay, dann Julian. Ich habe noch immer die Verlockung, Julian zu sagen. Das ist dann falsch, weil wegen Julia und so. Das hat sie mich verrückt mitgemacht. Und jetzt sage ich immer bei J-Wörtern J statt J. J? Jul. Ich sag dir gar nicht mehr. Pius bis R, Mann. Das ist der Grund. Okay. Ja, du wurdest gebannt.
Habe ich gesehen. Der Keks hatte Bock drauf. Wie meinst du mit Blindspielen? Mit Blindspielen meine ich, dass ich das Spiel zum ersten Mal durchspiele. Also Blind ist halt ein Begriff in der Nintendo-Szene, der halt oft verwendet wird. Bei Spielen, die das erste Mal spielen, da steht es meistens immer Blind. Also blind ist nicht gemeint, ich spiele es ohne was zu sehen, sondern das englische Blind, also zum ersten Mal, ja. Gib nachher privat mal auf YouTube Unreal Tournament Kind ein. Mega Lachkick, okay. Bibi Julian, genau. Nämlich das cool zu Huhn. Dann schreibt es als Namen. Bann. Nee, kein Bann. Bleibt alles so, wie es ist. Ich dachte blind, also nicht sehen. Ja, das denken vielleicht einige. Aber so ist es gleich gemeint. Das ist einfach ein Begriff in der Nintendo-Szene. Das kannst du wahrscheinlich auch bei Domtendo öfters sehen, dass da in der Videobeschreibung zum Beispiel bei neuen Spielen blind steht statt blind. Jetzt zwar beides gleich geschrieben, hat aber eine andere Bedeutung. Nein, Bier hat die Augen kaputt. Ja, das würde erklären, weil ich manchmal so schlecht spiele. Da habt ihr recht, das würde das erklären. Meine Belastbarkeit. Ich finde es ziemlich belastend, dass es keinen Checkpoint gibt. Das ist blöd. Toad Life, willkommen im Stream. Bios, bist du blind? Nee, zum Glück nicht. Das ist auch nichts, worüber man groß Spaß machen sollte, weil es wirklich blind zu sein ist ziemlich belastend. Nicht nur in der Nintendo-Szene, auch in der LPR-Szene generell. Ja gut, ja, da kenne ich mich halt nicht so aus. Deswegen habe ich das da mal jetzt auf die eine Szene spezialisiert. Oh, so viel Mist, ey. Raketen, willst du Beef davon? Nee, hier gibt's kein Beef. Es bleibt alles so, wie es hier ist. Jetzt hier nichts dran rütteln. Ey, bloß da hoch jetzt. Gut. Fuse, das ist so ein Junge, der so extrem rumschreit und alles kaputt macht. Okay. Ja, mit so Cancer-Kram käme ich nicht so aus. So, diesmal nicht, Bruder Cooper. Diesmal nicht. Pius findet alles belastend, ja, das kann vorkommen. Das ist safe, Pius, der Junge hat nämlich auf den Tisch gehauen. Pius-Fan, bester Typ, hast du mich schon abonniert? Nein, mach das dringend. Nur zwei Leben, ja, nein. Hör auf. So, ich habe keinen Bock aufs Geisterlevel, deswegen gehen wir hier hin zu Welt 5-5 und probieren hier unser Glück. Paul ist ein Toad. Ja, wunderbar. Danke fürs Abonnieren. Obwohl ich nicht weiß, ob es jetzt der reale Paul ist oder ein anderer Paul. Ich weiß es nicht. Gibt sehr viele Pauls. Überall. Oberzicken. Oh, ihr mit eurem Famosen, Mann. Ne? Ihr macht mich fertig. Ich dachte, ich kann auf dem Taxi bleiben. Anscheinend nicht. Pius Instagram heißt jetzt Piustagram. Ja, bester Name. Ja, das lief jetzt hier ein bisschen belastend. Im Geisterlevel kannst du aber die Welt skippen. Ja, skippen will ich ja nicht. Ich will ja eigentlich schon jede Welt normal abschließen. Deswegen Gönnung. Als ob du sogar hier die Secret Exits kennst. Was bist du denn für ein Suchti? Noch ein Leben. Ach du Scheiße. Du musst dringend los. Ganz, ganz dringend. Ja, hi! Hübi, Waluigi, Jan, danke fürs Abonnieren. Oh, was ist das hier? Hi auf jeden Fall. Moin. Skillisch ist es heute hier. Es ist Skill im Haus, wie man es kennt. Pius, so spät noch on? Ja, klar. Kiki, YouTube. Moin. Alles entspannte Angelegenheit hier heute. Ist ja noch früh am Tag in den Ferien. Haben wir noch alle Ferien. Am 7. geht die Schule wieder los und haben alle wieder Spaß im Leben. So wie man es kennt. Please, kann wer mal ein Pius traurigste Fail-Best-Off machen? Ja, das wäre ganz lustig. So ein Fail-Best-Off-Zusammenschnitt wäre eine ganz geile Idee eigentlich. Gleich Game Over. Nein. Hier gibt's keinen Game Over. Schaust du Weg hin und wieder mal ein bisschen. Hin und wieder so seine Odyssey-Challenges, die er mal gemacht hat, fand ich ganz nett.
Ich mach dich Messer. Oha, kriegst du auf nicht so welche Morddrohungen hier, das ist nicht in Ordnung. So was macht man nicht. Ich hab erst am 14.01. Schule, du glücklicher. Glücklicher. Ich nicht. Oh, als ob vielleicht zwei Items hintereinander sind, WTF. Sehr, sehr random. Oh, ich habe einen One-Up. Richtig geil. Ui, und ein Star-Code, weißt du? Der ganze Scheiß kommt mir instant hier reingeflogen. Wie das Cash auf YouTube. Richtig gut. Muss nichts machen, alles kommt. Ich liebe euch alle. So, was passiert jetzt hier? Anscheinend gar nichts. Wart mal. Bum bam. Badada bab. Alter, was schreibst du da? So bin drin. Fragt sie nur wo. Auf jeden Fall moin. So, und noch ein One-Up, damit wir hier nicht Game Over gehen, Leute. Was? Die Items sind random? Ich fühle mich angesprochen. Pius, wie findest du Donkey Kong Country Tropical Freeze? Ein sehr schönes Spiel, habe ich selber schon gespielt, auf der Wii U und auf der Switch. Mag ich auf jeden Fall. Und ein neuer Donkey Kong Teil würde ich sehr begrüßen. Vielleicht auch mal in 3D statt nur in 2D. So. Wer ist der Lieblingstoad? Ich dachte schon, da steht jetzt wieder Lieblingsspiel. Nein, Lieblingstoad. Das ist der süße blaue Toadie. Der ist mein Lieblingstoad. So, ab ins Castle von Welt 5, Leute. Auf trockenem Start hier. Das ist mein Haushalt, okay. Alles klar. Pius, wenn du Game Over gehst, dann schreibe ich mir auf die Stirn Pius, der Noob, und schick dir ein Foto. Mach das. Pius, das ist dein Lieblings-Switch-Spiel. Gute Frage. Ich würde sagen, es wird schon 2. Ja, ich denke schon. Das habe ich am meisten gespielt, also... Genug, wir bleiben mal schön bei dem Propeller. Mit dem fühle ich mich nämlich sehr toll. So, Kamek macht anscheinend hier wieder Stress im Level, aber das kann er ruhig machen. Wenn er dazu Lust hat, dann soll er halt sich gönnen. Ist mir egal. Passt schon. So, wir sind mal richtig skillig heute, Leute. Wir sind die Besten, deswegen... Easy. Ja, auf jeden Fall. Lief doch sehr... Oh, lief doch sehr, sehr gut, wollte ich gerade sagen, ey. Und dann passiert hier sowas. Alles wieder sehr belastend hier. Oh, okay, du hast doch Spielgeschmack. Nico. Ja, für die Switch auf jeden Fall würde ich es schon zu tun sagen. Ich wollte es ja erstmal auch gerade sagen, aber das gab es halt schon auf der Wii U und deswegen... Oh, mein Gott. Weißt du, Nico wartet nur darauf, dass ich einmal Splatoon sage, und dann ist er sofort da. Er wartet nur darauf. Jetzt ist er nicht gesprungen. Alter. Mario lernt springen. So, wir gönnen uns mal ein Item. Ganz unterschwellig. Ja, hallo, mach halt. Wir machen mal einen Pilz. Pilz reicht, da gibt es eh ein Item am Anfang. So, ich gehe jetzt auch ins Bettchen. Bius, schön, stream euch noch. Tschüss, Paul. Schlaf schön. Bis morgen, genau. Ich spiele ja auch nebenbei Splatoon. Ja, gut. Da wartest du nur darauf, dass ich das mal sage, ne? Er wartet nur auf Splatoon. Mehr macht der Nico nicht. Nico, das Splatoon-Kiddy. Gibt es hier noch ein Item? Nee, ne? Oh, muss los. Was macht der Typ? Er soll nicht da dranhängen, der soll springen. Gut. An den Dingern hier festhalten und gleichzeitig springen ist gar nicht mal so schön. Das zeige ich euch. Oh, geil. Gönnung. Das war knapp. So, bin der Beste. So, jetzt aber mal vorankommen hier.
Da warte ich lieber. Ich bin dir ganz sicher, Leute. Ganz safe. Halt dich bloß fest, Mario, ne? Aber kein Scheiß hier. So. Wow, das war gar nicht mal so ein knapp, aber okay, passt. Alles optimal hier. Wow. Oh, ich bin einfach der Beste. Man sieht's. Man sieht's. Keiner kann mich aufhalten. Nicht mal Kamek. Lief gut. Nico hat Siri an. Nee, der hat Alexa. Mein Internet wieder mal muss zu 1:1 wechseln. Ja, wäre eine ganz gute Idee. Wait mal, ready, streamt er? Ich denke mal nicht. Ich glaube nicht. Würde ich zumindest. Denke ich zumindest. Wir gucken mal. Ne, der streamt auch nicht. Der streamt auch nicht. Hi Pius, hallo Nudeln sind lecker. Moin im Stream. Grüß dich. Okay, jetzt muss der hier mal rankommen. Die Oberzicke. Komm ran. Jetzt komm halt. So. Erster Treffer. Jetzt ist der Cat noch ein bisschen salty. Aber ist mir egal. Passt schon. Der Typ kann nix. Ja, easy. Ja, gar kein Stress. Passt. Um was geht es denn dem neuen Durchlauf? Einfach nur durchzukommen, durchs Spiel. Und ja, durch jede Welt halt. Und nicht Game Over gehen, das ist auf jeden Fall das Ziel. Weil das Spiel habe ich noch nie durchgespielt, deswegen ist das für mich hier blind. Wir haben letztes Mal angefangen, das ist halt der zweite Teil. Und ja. Wer ist dein Main in Super Smash Bros. Infinity für Smash? Das heißt Ultimate, nicht Infinity. Und das ist aktuell, soweit ich weiß, Meta Knight. Warum Bann? Hä? Was meinst du? Sag mal, was wir tun, damit Nico wieder kommt. Will meine Vermutung testen. Okay. Splatoon! Omega, Marvin, grüß dich. Kannst du den Stream um 0:25 beenden? Würde nämlich genau passen. Würde für mich genau passen, alles klar. Ja, keine Ahnung. So lange machen wir auf jeden Fall nicht mehr. RIP. Ah, da ist der Nico wieder. Welt 6. Ich glaube, es gibt 8 Welten, ne, oder? Kann man es irgendwo sehen? Das sind 2 Welten, ja. Wo haben wir heute angefangen? Die haben wir im ersten Part gemacht, die 3. Da haben wir noch hier weitergemacht und sind jetzt hier. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir noch so 1-2 Level. Damit wir halt für den nächsten Stream auch noch genug Input haben. Damit die alle so ungefähr dieselbe Länge haben. Hast du, ich dachte, du spielst das Spiel mit Augen verbunden. Lul. Nee, Titel Blind heißt Blind. Das englische Blind. Und zwar das erste Mal so richtig durchspielen. Und nicht blind verbunden sein. Da muss man aufpassen. Ich hatte mit meiner Vermutung recht. Pius, lest sie mal. Ja, Nico ist instant gekommen. Ja. Alter, ihr alle mit eurem Belasten. Der ist halt so. Kommen wir jetzt 6, 7 und 8 gehen heute auch noch. Nee, heute nicht. Wir machen jetzt noch ein bisschen Welt 6 und dann passt das. Alles ganz entspannt. Soll ja nichts belastend sein hier. Hupsi, schöne Sachen sagst hier, Mario. Ich hoffe, die Welt ist ganz geil. Würde ich zumindest feiern. Mal gucken. Wow! Hier das Geld für die 2 Welten kleiner als 3.
Gamertoad, danke. Das kam jetzt sehr überraschend. Dankeschön. Ah, da war ja was für die zwei Welten. Ja, hast recht. Danke. Gib ihm ein paar Herzen, Lodi. Das mag halt zu tun, okay? Ja, Nico? Ich auch, aber deine Sucht ist ein bisschen zu intensiv, mein Lieber. Ich würde mal eine Suchtberatung aufsuchen langsam mit deinen fast 1000 Stunden. Pius, erzähl mal einen Witz. Nee, da bin ich schlecht, vor allem auf Abruf. Ein Witz erzählen ist keine gute Idee. Wir können ja mal, warte mal, können wir jemanden fragen, Leute? Wo ist mein Handy, ey? Habe ich das am Klo reingeschmissen? Ach, da liegt's. Auf meiner View liegt mein Handy. So. Google. Wir fragen jetzt Google nach einem Witz. Google ist gut. Google. Okay, Google, erzähl mal einen Witz. Was ist denn das jetzt hier? Hab Geist gehört, ne? Okay, Google, erzähl mir einen Witz. Ich hoffe, du findest den hier lustig. Was macht ein Postbote, wenn er krank wird? Er legt sich einen kalten Umschlag auf die Stirn. Ja, haben wir das beendet? Uiuiuiui. War lustig, oder? Super. Gamertoad, danke nochmal an 1 Euro. Wofür denn der? Der war so lustig. Ja, ist einfach so. Danke. Wofür war der denn jetzt? Aber nochmal danke an dich. Ja, danke auch dafür. Danke für nix. Tobi, wir haben eskaliert. Ey, diese Toad-Eskalation ist so toll. Ich mag die Toad-Stimmen. Toad-Stimmen sind Musik in meinen Ohren. Ja, hier gibt's nichts Interessantes. Uah. Muss auf jeden Fall los. Und hoch! Ja, super. Ja, super. Oh, hör auf. Auf in der Beste. Okay, jetzt hoffe ich hier auf ein gutes Item. Ja, One-Up ist sehr geil. One-Ups sind sehr, sehr wichtig. Für mein Leben. Was ist das hier für ein Bild für ein Gegner-Spam? Ich fühle mich hier gerade wie ein Mario Maker. Was ist das hier, ey? Aber schaffen wir. Wir sind die Besten. In Mario Games. Von da kein Stress für mich. Ja, eben. Entspannt. Ja, optimal. 4 Leben, Leute. 4 Leben. Bin back, du Soos. Ja, willkommen zurück, Paulos. Und Sammy AP Hoffmann, moin. Und Mario-Fan Mario Bius, moin. Guten Abend hier um 0.03 Uhr an diesem schönen 4.01.2019. So. Wo gehen wir hin? In die Höhle oder zu den Röhren? Ich würde sagen, wir gehen mal hier rein und gucken mal, was hier so abgeht. Das ist Mario Bros. Wii. Lol. Ja, das stimmt. Nein, 4 Leben. Doch. Pius, wenn du noch einmal belastend sagst, dann gehe ich. Das würde ich sehr belastend finden. Pius, glaubst du, dass du auch Hater in deiner Abo-Box hast, die nur darauf warten zu disliken? Prinzipiell. Alter, kann ich reden, ey. Bin am Ende. Würde ich sagen, nein. Toads sind die Besten, yeah. Paulos, eigentlich ziemlich viele Emojis, aber lass das mal durchgehen, außer der Kekspolizei denkt sich so, nee, Mann. Aber normalerweise, die Kekspolizei denkt sich so, halt, stopp, nee, Mann. 3 Emojis, Leute, reicht in einer Nachricht, dann ist gut. Wisst ihr Bescheid. So, was haben wir jetzt hier Schönes am Start? Oh, ein schönes Level. Wow, das war knapp. Das war ziemlich knapp. Gib mir den Pilz. Wunderbar. Ja.
Ja, was soll das hier werden? Da komme ich doch gar nicht ran. Na, egal. Die brauchen nicht so. Guck mal, im Chat hier, jetzt hat er gesagt, gleich zweimal. Was? Wann kommen eigentlich Part 3 dann? Mal gucken. Auf jeden Fall denke ich noch, vielleicht morgen sogar. Ich frage mal Bocky, ob er mal was mit dir machen kann, wenn er ein neues Video macht. Du kannst du gerne machen. Julian wird gepermabannt. Nö. Kekspolizei. Oh Leute, lass mal den guten Säbel jetzt in Ruhe. Spammt jetzt nicht ihn voll, damit er Verwarnung machen muss, muss ich sein. So. Müssen wir überhaupt hin? Immer nach rechts. Dieses Level ist irgendwie besonders, auf jeden Fall. Oh, jetzt kommt Oberzicken von unten. Von oben! Interessiert mich nicht. Passt. Genau, drei Emoji-Säule. Was versteht ihr daran nicht? Ist das so schwer zu verstehen? Ich heule gleich. Ja, was soll das jetzt hier werden? Ja, das wollte ich nicht. Was für eine Oberzicke, ey. Anzeige ist raus. Warum ist die da oben? Warum ist die da oben? Im Chat sieht man fast nur Tod zum Essen. Ja, kann ich auch kommen. Raketenkakte, gute Nacht, schlaf schön. Aber ich bin doch die Oberzicke. Ja, das kann vorkommen. Aber ohne Witz. Was war es da gerade? Ich habe da nicht drauf geachtet. War ziemlich belastend. Als ob die alle unten sind. Ne? Bei einem kann ich durchgehen, nur bei der hier nicht. Wunderbar. Was? Eine Oberzicke. So. Wo müssen wir jetzt hin? Mal gucken. Eine Level blind für mich hier. Okay, Wasser steigt. Ah, nach da oben. Alles klar. Gute Nacht und viel Spaß am Streamen. Dankeschön, Sammy HD. Danke fürs dabei sein und gute Nacht. Schlaf schön. Und ein One-Up für mich, Leute. Das sind sehr wichtige One-Ups. Die brauchen wir, um nicht Game Over zu gehen, damit wir keine Strafe am Ende haben werden. Sehr, sehr wichtig. Wie lange streamst du noch? Nicht mehr so lang? So. Ich würde sagen, wir gehen noch zum Tower und dann ist... Okay, den habe ich jetzt nicht beachtet. Okay, der will noch mal ein bisschen Stress haben, der Kugelwilli. Der will Stress. Würdest du die Switch-Version spielen? Ja, werde ich. Deluxe werde ich spielen. Halt Speedrunnen. Mit dem guten Nintendo Switch Pro Controller. Das wäre sehr, sehr schön. Aber ein normales Let's Play oder sowas in der Art wird es, denke ich, nicht geben. Vor allem nicht in Let's Play, höchstens im Stream durchspielen. Aber ich denke... Ja, genau. Keks aus... Und Julian, nicht Julian. Ich würde schon wieder Julian sagen, Alter. Julian, hier mit eurem verwahren Gedöns, Alter. Lasst euch einfach mal in Ruhe. Warum hat mein Handy Ups und Caps geschrieben? Weil ihr es könnt. Anja TT, moin, willkommen im Stream. Okay, gehe, jetzt gehe ich. Du hast Belastung gesagt. Oh nö. Du Oberzicke. Und Gruber, hallo. So, wir sind jetzt hier im Tower. Das letzte Level für heute, Leute. Dann ist hier Schicht im Schacht. So, aber mit euren drei Emojis kriegt ihr nicht gebacken, oder? Bitte geh jetzt Game Over zum Abschluss. Nee. Aber ohne Witz, eure drei Emojis, und das ist so eine Sache, das kriegen nur Leute mit über 100er IQ hin, das kann ich schon verstehen.
Muss los. Oh, das lange Ding. Oh. Alles sehr belastend hier. Oh, muss noch hoch. Oh, ich sehe nichts. Ja, danke dafür. Danke für nix. Das ist sehr, sehr belastend. Dummes Handy, ja. Kauf dir ein Huawei-Handy, das ist sehr zu empfehlen. Passt gut zu mir. Ja, ja, ja. Julian, ja, ja. Merk schon. Aber bevor ich gehe, Emily stalkt dich von deinem Fenster aus. Oha, das will ich sehen. Kannst nur nichts sehen zu meinem Fenster. Hat da Jalousien tatsächlich zu. Schon den ganzen Tag heute. An der Karre unterwegs heute hier. Kein Kommentar, Leute. Kein Kommentar. Egal, hier gibt's eh wieder ein Pilz. So, jetzt ein bisschen konzentrieren, nicht so in den Chat gucken. Damit mich dieses Ding nicht von unten aufspießt. Das finde ich nämlich nicht so schön. Das möchte ich gerne umgehen. Gibt's Besseres? Okay. Optimal. Jetzt warten wir ein bisschen. Haben Zeit. Hab sogar seit Weihnachten ein Huawei-Handy. Du bist mir schon sympathisch. Huawei, eine sehr... Alter, dein Ernst? Eine sehr schöne Angelegenheit. Ich habe das Huawei Mate 10. Oh. Das Level ist nervig. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, hä? Was soll das? Okay, gut. Wir warten, Leute. Moin, hallo Spike. Moin. Darf ich das Game durchwaschen? Spiele das jedes Jahr dreimal durch. No joke. Okay, hast nichts zu tun. Oder warum dreimal? So geil ist es auch wieder nicht. Es ist ganz nett, aber... Dreimal pro Jahr durchspielen, okay. Selbe muss los, oder was? Muss er los? Oh, das lange Ding. Pierce hat er 19, ja. So, geh jetzt pennen. Aha, er geht pennen, okay. Oh, doch, guck doch aus dem Fenster. Los, hopp, hopp, jetzt. Nein, ich sitze in der Nähe vom Fenster. Da ist keiner. So, geh jetzt. Ich kann mir New Super Mario Bros. Nicht lange antun, sorry. Oha. Ich kann mir nicht immer Splatoon antun, Junge. Warte, machen wir jetzt keinen Scheiß jetzt hier, ne? Mario! Warum müssen da jetzt so komische Dinger kommen? Bin halt gerecht. Heißt es eigentlich das oder der Level? Man kann beides sagen. Das ist nicht dein Ernst, ne? Oh, Leute. Gerade ist sehr traurig hier. Gerade ist sehr, sehr traurig. Jetzt spring da halt hoch! Bist du inkompetent? Da wäre der Checkpoint gewesen. Da wäre der Checkpoint gewesen. So, Leute, weißt du was? Das reicht mir jetzt hier. Zwischenspeichern reicht mir jetzt hier. Jetzt ist hier Schicht im Schacht. Kein Bock mehr. Hier zollen. Dann machen wir nächstes Mal weiter. So, mal jetzt noch 2 Minuten Talk, Leute. Stellt mal eure Fragen und dann ist hier Schicht im Schacht. Meine Eltern haben gesagt, ich darf nicht spenden. Das ist auch völlig okay. Hi, Pius, ich bin dein Kühlschrank, bitte hilf mir. Nein, du bist da bestimmt nicht. Noob, ja, ich bin der Beste. Game Over gekommen. Nein, es wird keinen Game Over geben, Leute. Hoffentlich zumindest. Hey, Pius, das ist dein Lieblingsspiel. Der lame Pius hat Angst vor dem Level, ja, auf jeden Fall. Okay, Google, ich will einen Witz. Gamerto, dankeschön! Okay, Gamerton will nochmal einen Witz hören, das können wir gerne einrichten. Okay, Google, erzähl mal einen Witz. Was hat jemand, der im Dreieck springt? Kreislaufprobleme. Habt ihr den Witz auch so gut gehört und so doll gelacht wie ich? Was hat jemand, der im Dreieck springt? Kreislaufprobleme.
Wunderschön. Ja, Google ist lustig wie immer. Bester Witz, ja, man kennt's. Erstmal einen Schluck aus meinem Joghurt-Drink. So. So wie man's kennt. Sie stehen auf einen Behindertenparkplatz. Es heißt der Nutella. Sie dürfen parken. What? What? Ich bin auf dem Behindertenparkplatz. Es heißt der Nutella. Du überforderst meinen Hirn. 1 plus 1 gleich zweideutig, genau. Willst du morgen streamen? Ich denke schon. Ich denke, dann machen wir hier morgen weiter. Würde ich mal, ich denke schon, mal gucken. Was ist ein Joghurtdrink? Das ist eine Flasche. Und da ist im Grunde Joghurt drin, nur zum Trinken. Geil, ne? Hab meine Mutti gekauft. Genau, Schlag auf den Tisch in der Takt der Musik im Hintergrund. Okay. Das wird nix. Popse, moin! Oh, das ist, ich fühle mich gerade ein bisschen mitleidenswert. Ich gehe gleich heulen. Okay. Benutze die Font Digitalt. Sieht irgendwie so aus. Wo? Ich nutze 100.000 Fronts. Welche meinst du? Ernsthaft? Ja, ich habe es probiert, Leute. Umgehen, nee, oder? Der Witz war so geil, ich kann nicht mehr. Ich bin schon vom Bett gefallen vor Lachen. Thumbnail. Ach so. Nee, das ist eine andere. Ich hau mal raus, Pius ist skillig, aber sowas von Titel, Leute. Das gab mein Gameplay hier im Hintergrund. Bin voll gut unterwegs, bin der Mario. Ja, und... Oh nein! Luigi ist gestorben. Wo habt ihr den Einkaufswagen damals hingebracht? In den Keller von meiner Schule haben wir den hingebracht und der wurde dann abgeholt. Von dem... Oder ich glaube, der steht da noch. Ich weiß es gar nicht. Was ist mit dem passiert? Ich weiß es gar nicht. Mach doch ein Heul-Video wegen dem Level und kassier die Klicks. Nee, so schlimm ist es dann doch wieder nicht. Okay, die sieht total ähnlich aus. Nee, ist auf jeden Fall eine andere. Übers Handy kann ich spenden, alles klar. Er läuft. Übers Handy geht's. Dann gib mir dein Geld. Gib. Aber am PC nicht, ja, denn... Nimm das Handy. Der arme gelbe Toad, ja. Der tut mir auch leid. Wie heißt der japanische Tischtennisminister? Ping Pong. Bist du gut? Mit deinen Witzen. Der arme gelbe Toad, ja, ist zum Heulen mit ihm. Ja, Leute, kauft ihr einen Döner damit? Dankeschön! Habe ich gar nicht ernst gemacht. Auf jeden Fall danke, ne? No Name Uncut. Dankeschön. Gebt ihm mal ein paar Herzen hier, Leute. Dankeschön. Leute, jetzt habe ich wieder ein bisschen Geld für den nächsten Döner. Emily, dich brauche ich nicht mehr. Jetzt habe ich genug Geld. Das wird jetzt keiner mehr bringen. Jetzt habe ich wieder Geld. Kauf yeah. Einen Döner damit. Nö. Ihr wollt noch einen Witz hören? Okay. Kriegen wir hin. Der letzte Witz für heute, Leute. Und dann hören wir auf. Okay, Google, erzähl mir noch einen Witz. Ein Witz kommt sofort. Warum kann man Mathe besser auf dem Mond lernen? Weil dort alles leichter ist. Das war amüsant. Pio streamst du nur, damit er sich Döner kaufen kann. Genau. Noch ein Abschlusswitz, der ist gekommen, Leute. Ist das nicht super? So, jetzt haben wir 70 Likes. Genau, jeder, der noch nicht geliked hat und den Stream gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls ihr neu seid, abonniert mich und kommt auf meinen Discord-Server oder folgt mir auf Twitter, Instagram, alle Links in der Beschreibung. Das war's für heute. Ich wünsche euch gute Nacht und wir sehen uns dann
Vielleicht morgen, vielleicht irgendwann wieder, mal gucken. Ja, schönen Abend oder gute Nacht, ne? Tschüss, ihr Toads. Geilster Witz, dass ich aus. So in dem Sinne, ich gehe jetzt, ich muss los. Bye. Ihr Oberzicken. Tschüss.